Leute, wie versprochen, heute das zweite Video, was die Battle Royale Map bzw. ein Event auf einer Titanfall Map betrifft. Wer das erste Video heute nicht gesehen hat, dort rede ich über die neue Battle Royale Map District, die auf der oder in der Stadt Angel City spielen soll. Für alle Titanfall-Fans, ihr werdet damit was anfangen können. Ich habe es halt leider nie gespielt. Es gibt einen neuen League für einen neuen Limited-Time-Modus und der lässt vermuten, dass es sein könnte. Und deswegen habe ich das Video gesplittet, weil es eigentlich explizit nur um dieses Event gehen soll. Als ich aber gelesen habe, dass dieses Event ein eigener POI aus mehreren Karten von Titanfall 2 sein sollen, dachte ich, Mensch, was denn jetzt? Kommt jetzt die Battle Royale Map aus Titanfall oder kommt sie nicht? Oder ist es tatsächlich nur ein Event und es werden ein paar Minimaps, die dann vielleicht in die Mixtape-Playlist mit eingeführt werden? Müssen wir mal abwarten. Nitro LTM oder Nitro LTM nennt sich dieser Modus ein Battle Royale Plus Modus. Was genau da dahinter steckt, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Es sollen wohl 4 Dreier-Squads gegeneinander kämpfen. Das soll so eine Art Battle Royale-Modus sein. Und es sollen POIs von Titanfall 2 Maps sein, wie er schreibt. Deswegen habe ich so ein bisschen die Vermutung, Mensch, nicht, dass es doch keine Battle Royale Map wird, District, sondern das sind einzelne kleine Maps vielleicht. Oder es kommt trotzdem die Battle Royale Map District und aus diesem Teil werden dann einzelne POIs, wie wir es aus der Mixtape-Playliste eben kennen, auch nochmal zusätzlich extra Modi geben. Davon gehe ich nämlich eher aus, weil das macht sonst einfach keinen Sinn. Aber es ist halt kurios, dass auf einmal mehrere Leaks um die Battle Royale Map auftauchen und dann auch noch ein Modus, der das Ganze vielleicht so ein bisschen auseinanderpflückt. Auf jeden Fall soll es so funktionieren, dass wir zum Start mit einem Level 2 Evo und einem Helm starten und der Ring verursacht 25 Schaden pro Tick, was eine ganze Menge ist. Das bedeutet für mich, das ist wahrscheinlich wirklich ein kleiner Bereich der District Map, der mit Battle Royale Regeln funktioniert, mit einer Zone, die langsam kleiner wird, bis sich nachher zum Schluss die 4 Teams spätestens treffen, bis dann der Sieger feststeht. Quasi ein Mini Battle Royale Limited Time Modus, so verstehe ich das. Und die Spekulationen von dem Dataminer sind, dass das die ursprünglichen Regeln vom Rumble Modus sind. Und wer jetzt große Fragezeichen hat, was der Rumble Modus ist, ich blende euch gerne mal die Regeln ein. Ich spare mir das jetzt alles vorzulesen. Das ist eine grobe Übersetzung von dem ganzen Spaß. Das ist der ursprünglich geleakte Solo-Modus, der kommen sollte. Über 2 Wochen ebenfalls ein Limited-Time-Modus. Und Rumble wurde selbst von Respawn geteasert in der letzten Season, bevor wir das neue Trainingsgelände bekommen haben. Noch auf dem alten Trainingsgelände konnten wir irgendwann so eine Zeitschrift finden, wo Rumble Royale draufsteht. Und das sollte eigentlich der geleakte Solo-Modus werden. Und dann ist das aber alles nicht passiert, dramatischerweise. Warum? Weil Ranked eine absolute Vollkatastrophe ist und Respawn erkannt hat, das ist unsere größte Baustelle. Mit dieser ganzen Geschichte steht und fällt das Kartenhaus, wenn Ranked nicht funktioniert, was seit anderthalb Season leider so ist, wird es halt immer schwieriger, neue Spieler zu bekommen oder die Spieler zu behalten oder alte Spieler vielleicht wieder zurückzubekommen. Das ist das ganze große Problem und das ist der Grund, warum bis heute der Rumble-Modus leider nicht gekommen ist. Beziehungsweise ist das meine logische Schlussfolgerung daraus, dass der Rumble-Modus bis heute nicht gekommen ist. Und das ist ja, nicht ganz so geil, weil sich viele von euch darauf gefreut haben, inklusive mir, weil das auch nochmal einen frischen Wind gebracht hätte. Deswegen kann es sein, dass der Solo-Rumble-Modus so tatsächlich doch nie kommen wird, weil die Regeln allesamt echt interessant klingen, wenn man mal ein bisschen Just for Fun zocken will, für sich alleine. Aber aus diesen Rumble-Regeln wird wahrscheinlich dann dieser Modus. Wahrscheinlich wird aus den Rumble-Regeln so ein bisschen was in den Nitro LTM reingebastelt als großes Ganzes. So, ich habe fertig für heute, für dieses Video. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis die Tage, haut rein, ciao.